Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Ja, wir sind hier wieder zurück in der neuen Welt und in die Kommentare habt ihr geschrieben, dass ich zum Beispiel hier gar nicht erst versuchen soll, Kaffee anzubauen, weil ich brauche eine ganze Insel dafür. Ich glaube, bisher habe ich auch noch keinen Kaffee angebaut, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Das heißt, das Kaffeethema, das regeln wir hier auf einer unserer neuen Inseln, auf der hier zum Beispiel. Die Musik ist manchmal so laut. So, oder auf... Nee, auf... Ist schwer zu sagen, ne? Ist schwer zu sagen. Aber... Wie wäre das? Dann würde man hier die Stadt irgendwo hinbauen. Und hier die Kaffeeplantagen. Aber hier ist Öl. Ja, vielleicht nehmen wir die große da. Ich glaube, die große hier ist besser geeignet und die hier vielleicht für irgendwelche Industriebetriebe oder irgendwie Ölförderung und so ein Kram. Denke ich mal. Genau. Aber dann bleiben wir erstmal nochmal kurz hier. Und genau, wir müssen uns noch um die 100 Arbeiter für die Schokoladenfabrik kümmern. Ihr habt doch geschrieben, hey, benutzt doch dieses Item, das zusätzlich Schokolade macht. Also quasi, welches war das nochmal hier? Handelskammer, war das Baumwolle, Zucker, Arbeitskleidung, hier, produziert gelegentlich extra Schokolade. Das Problem ist, damit kann ich halt überhaupt nicht kalkulieren. Ich meine, produziert gelegentlich extra Schokolade, das ist in meinen Augen ist das nicht nichts Relevantes, weil damit kann ich nicht rechnen. Das vielleicht ein bisschen um den um ein bisschen mehr als eine +1-Deckung abzubilden, aber mehr auch nicht. So sehe ich das zumindest. Gut, wir brauchen noch ein paar Arbeiter. Das ist das wahre Leben. Aha. Wenn wir den Kaffee liefern, dann werden das mehr. Ja, lass das doch mal so versuchen. Ich brauche ein Schiff. Habe ich Schiffe hier? Ich habe hier ein Schiff. Das ist gut. Sind die jetzt ausgebaut? Kolosse in Bewegung? Sollten das nicht eigentlich große Kanonen werden? Ich denke schon. Warum sind das jetzt so kleine? Oder konnte ich mir die großen nicht leisten? Oder, hä? Was war das Problem? Moment. So nicht, meine Lieben. So nicht. Da müssen schon ein bisschen mächtigere Geschütze ran. Wie lange geht unser Friedensvertrag eigentlich noch? Gar nicht mal mehr so lange. Ja, das habe ich befürchtet. Dann fahr mal... Ne, erstmal müssen wir Kram mitnehmen. Erstmal brauchen wir Zeug für den Ausbau. Und zwar Holz und Stein, würde ich sagen. Und vielleicht noch ein bisschen Stahl, falls wir da was entbehren können. Das sieht nicht aus, als könnten wir da was entbehren. Wie viel kosten denn die Kanonen? 10 Kanonen. Ich weiß nicht, ob wir da unten angegriffen werden. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das Piratenschiff mit. Wenn wir das Piratenschiff mitnehmen, ist ein Krieg ausgebrochen. Dann haben wir zumindest ein Mindestmaß. Es
Es mangelt an Arbeitskraft. Oha, das wird aber langsam hier unangenehm für Sie und hier auch. Unter Ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Sollen Sie ruhig machen. Die Waffenruhe wurde beendet. Sollen Sie ruhig mal machen. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Ja. 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 Nein. Du weißt ganz genau, dass das hier nicht klar geht. Ah ja, ihr habt mir auch erklärt, wofür das ist. Wenn ich überall Propaganda einfach reinklatsche, dann geht das. Das ist interessant. Das ist eine Sache, da kann man gegebenenfalls drüber nachdenken. Hier ist auch sehr viel Öl, ne? Na, mal gucken, wie wir hiermit umgehen. Ah ja, genau, hat ja die Omara uns hier Dinge hinterlassen. Nur Müll. Nur Müll. Das könnten wir dem Piratenschiff mitgeben, einfach so. Wo sind denn unsere Schiffe eigentlich? Ah, da. Ich wollte gerade sagen, die habe ich noch ran beordert. Neue Befehle? So, pass auf. Du bekommst jetzt mal diese Granaten hier mit. Und meinetwegen auch noch die Kettenschüsse. So, und das aktivieren wir jetzt alles. Also das Schiff sollte eine ziemlich brauchbare... Sag mal. Ich glaube, es hackt. Eine ziemlich brauchbare Verteidigung ermöglichen. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Wie frech die sind. Schubsen hier einfach mein Superding weg. Wäre äußerst leichtsinnig. Ja, ich habe ein Piratenschiff, Mann. Ich habe ein Piratenschiff. Schiff meldet sich zum Dienst. Ich kann dir nicht trauen. An Arbeitskraft. Hallo, ich habe ein Piratenschiff. Ich bin jetzt auch Pirat. So. Dann fangen wir an, hier mal eine kleine Stadt zu planen. Oder können wir hier... Ja gut, aber Pendlerkreis bringen uns hier nichts. Weil wir nirgendwo Überschuss an Arbeitskräften leider haben. Auf La Isla ist immer noch kritisch, ne? Der Zustand der Arbeitskräfte. Ich verstehe auch noch nicht genau, warum. Ich wusste, wir schaffen das. Ah, weil die Tortillas ausgehen. Aber warum? Wir haben keinen Platz. Bringen Sie die Menschen hier zusammen. Tortilla-Bäckerei. Die macht zu wenig Tortillas, weil wir zu wenig Arbeitskräfte haben, was dazu führt, dass wir weniger... Das ist schlecht. Aber das kann doch nicht alles sein, oder? Kaffee, Nähmaschinen. Gut, es sind auch keine Nähmaschinen mehr da. Das dürfte eher das Problem sein. Jetzt werden wieder Nähmaschinen geliefert. Warte mal hier. Weltkarte, Handel. Vielleicht... Ja, wir haben auch ein Schiff verloren, ne? Das ist natürlich... Journaleros, tun mir leid. Die armen Kerle werden niemals wahren Fortschritt erleben. Ja, komm. Die, wir holen uns jetzt ein zweites Schiff aus der Arktis dazu, das nochmal zusätzlich Nähmaschinen bringt. Je mehr, desto besser. So, und jetzt machen die mehr Tortillas. Und dadurch steigen dann die Tortillas und dadurch gleichen wir das dann nochmal aus. Ah, es ist aber kritisch. Es ist ein kritischer Zustand hier. Das, glaube ich, kann man soweit sagen. Gut. Dann kümmern wir uns mal hier drum. Erstmal für Baumaterial sorgen. Das ist alles nur Gold hier, ne? Die Minen hier. Es mangelt an Arbeitskraft. Ich nehme das erstmal. Ich meine, wir haben ja die 100 Bonusarbeitskräfte, die einfach generell da sind. Die nehme ich mal hierfür mit. Es mangelt an Arbeitskraft. So, dann packen wir hier das Ding hin. Und dann können wir hier vielleicht direkt noch
Bretter hinmachen. Aber optimalerweise natürlich. Verbunden oder reicht das hier nicht? Von der Reichweite. Aber wohin damit? Ja. Wir können die Reichweite ein bisschen erhöhen, indem wir hier eine Steinstraße bauen. Damit ist die Reichweite deutlich höher. Okay. Gut, dann haben wir... Sägewerke fehlen natürlich noch. Sägewerke. So, dann haben wir eine Grundversorgung an... Geht das so? Oder ist das eine blöde Idee? Oh, das geht schon so. Da haben wir eine Grundversorgung an Baumaterialien. Also, dann planen wir mal die Stadt. Zack, Blueprint Mode. Ein Marktplatz. Kann ich hier hin. Dann... Ja, ist jetzt die Frage, ne? Wir brauchen ja verschiedene. Machen wir erstmal die Versorgungsgebäude. Essen brauchen die natürlich auch, aber das ist erstmal nicht so relevant. Eine Kapelle. Können wir hier direkt über den Markt theoretisch bauen. Aber es geht auch platzsparender. So vielleicht. Und eine Feuerwehr. Geht da auch hin. Polizei bauen wir erstmal nicht. Vielleicht brauchen wir die gar nicht. Wir haben ja eher selten Aufstände. Weil wir es ja tatsächlich so handhaben, dass unseren Bürgern relativ gut geht. Ein Rathaus ist halt... weiß ich noch nicht. Was brauchen die denn noch? Nehmen wir mal die hier, weil die alles brauchen. Nicht mal mein Alpaka kann sich beklagen. Hier ist ein Jolanero. Wo ist denn der Umbrero da? Das haben wir schon immer angestrebt. Also. Die hätten noch gerne einen Boxkampf. Ja, verstehe. Aber wir brauchen eventuell gar keinen, nicht so viele Umbrero. Wir brauchen eher die hier. Die brauchen hauptsächlich einen Markt. Hauptsächlich einen Markt und eine Kapelle. Und dann sind die glücklich. Und ein bisschen was zu saufen. Okay. Dann dürfte das eigentlich ganz in Ordnung sein. Okay, Wege macht er nicht als Blueprint interessant. Häuser... Ich denke, ich nehme da wieder so ein Standard-Dings, das ich immer benutze, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja? Ne, irgendwo habe ich einen... Hier. Das ist der Fehler. Ja. Na komm. Die Bewegung braucht neue Helden. Ein Fähnchen. Irgendwann spielen wir auch die Story weiter, aber ich möchte, wisst ihr, die Story
Das ist gar nicht so mein Hauptziel. Ich baue hier einfach gerne. Und die Story machen wir, sobald wir einfach... Ich meine, wir sind jetzt schon reich, ne? Aber sobald wir ein richtiges, mächtiges Militär auch haben, dann würde ich gerne die Story weiterspielen. Weil dann sind die Aufgaben wahrscheinlich so richtig Kindergarten. Dann kann man so richtig overpowered da reingehen. Ich finde das witzig. Deshalb würde ich das gerne dann so handhaben. So. Ja, was wir hier machen, ist halt die Frage. Ne? Ich lasse es erstmal noch offen. Weil ich mir unsicher bin. Was wir da machen. So, und dann kommen hier die nächsten Häuser rein. Also wir kriegen hier schon ein paar Häuser hin. So ist es ja nicht. So. 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 So, und dadurch, dass wir hier gleich mit den Steinstraßen bauen, ist es für uns später dann auch einfacher. Oder ist es generell für uns einfacher einzuschätzen, wie die Reichweite der Servicegebäude ist. Weil die ja nur mit den Steinstraßen die finale Reichweite haben. So. Und dann hier nochmal einmal die Straße noch mitnehmen. So, hier ist ja dann der Hafen, da geht da nichts mehr. Und hier könnte man zwar noch ein paar Häuser hinhauen, aber ich würde das auch erstmal lassen. So, einmal die Servicegebäude. Wie sieht es aus mit dem Markt? Der deckt alles ab, die Kapelle deckt alles ab, die Feuerwehr deckt alles ab. Sehr gut. Dann bauen wir mal die ersten Gebäude. Und die hätten jetzt wahrscheinlich gerne was zu essen, ne? Die hätten jetzt dann gerne diese Bananen. Ist jetzt die Frage, nehmen wir die aus lokaler Produktion oder importieren wir die von da? Das ist die Frage aller Fragen. Ich denke, wir können gebackene Bananen durchaus von hier importieren, weil wir eh viel zu viel haben. Haben wir denn noch ein Schiff übrig? Ein vernünftiges. Oh, wir haben sogar zwei vernünftige Schiffe. Okay, du Schiff. Du bekommst jetzt mal eine Route. Und zwar in einer neuen Welt. Und zwar von da nach da. Und zwar holst du dir auf der Insel Bananen. Chips hier. Ja. Narrow Bridge, Cashaway. Oh, Narrow Bridge. Narrow Bridge einladen, Bananenchips und Cashaway ausladen. So, und später transportieren wir den Kaffee und entsprechend in die andere Richtung. Das heißt, wir brauchen die Route ja im Grunde sowieso. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, das passt schon. Neue Welt, ein bisschen. Ah ja, genau, was ich hier noch schauen wollte, ist, weil mir gesagt wurde, dass das Ding hier Strom braucht. Das sollte aber noch im Rahmen sein. Also wir haben hier einen Strommast noch, gerade so. Wo ist denn unser Kraftwerk? Hier. Also es ist noch ein Stückchen hier versorgt, das müsste ja theoretisch reichen, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten, das müsste theoretisch reichen. Ihr Hafen wird angegriffen. Bitte was? Ihre Insel wird angegriffen. Sag mal. Dumm oder so? Du hast noch lange nicht gewonnen. Das war ja jetzt. Ihnen nichts mehr. Ja. Das war ja jetzt eine ziemlich. Sie schließen sich der gerechten Sache an. Ja. Das war jetzt eine ziemlich dumme Aktion von dir, Umara. Eine ziemlich dumme Aktion. Ich vermute mal, von uns aus könnten wir eh niemals einen Waffenstillstand hier reinhauen. Leicht erhöhen, Lul. Nö. Also das war ja... Also wenn ich jetzt behaupten würde, dass es schlau war, dann wäre das halt hart gelogen.
Hat die da irgendwelche krassen Items, die sie zurückhaben will? Ja, nee, ist jetzt nichts so Besonderes. Also nee. Wirklich. Ich finde es schade, dass wir nicht die ganzen Waren von ihr behalten. Also die Items ist schon cool, dass man die behält, aber dass man die Waren nicht behält, bisschen sad, aber ja, ist wie es ist. Gut. Dann Kaffee. Ist das Zauberwort. Das wird geliefert, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Es wird jetzt eine Menge Holz kosten. Weil die Brücken immer so teuer sind. So, und hier hinten ist, denke ich, ein guter Ort. Oder hier. Eine schreckliche Schande. Was ist besser für die Kaffeeplantage? Der oder... Ja, da ist auch nicht schlecht, ne? Bauen wir da auch noch eine Brücke hin. Na komm, lass hier bauen. Dafür ziehen wir uns erstmal hier so eine Straße lang und schauen uns die Kaffeegeschichte an. So, eins. Nee, okay, wir brauchen zwei Plantagen für eine Kaffeerösterei. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie viel Kaffee werden wir wohl insgesamt noch brauchen. Weil wenn wir den Kaffee hierher verlegen, dann sparen wir uns ja auch gleichzeitig Arbeitskräfte in den anderen, auf den anderen Inseln. Ich nehme einfach alle unsere Inseln, die wir überhaupt haben. Und dann schauen wir uns den Gesamtkaffeebedarf an, den wir haben. Und das ist 12. Mit 12 pro Minute. Also theoretisch reichen 12 Plantagen, um unseren gesamten Kaffeebedarf zu decken. Okay, also wir brauchen mindestens 12. Wobei ich natürlich eher so an die 20 gedacht hätte. Ja, wenn man ein bisschen langfristiger denkt. Die sind halt sehr groß, aber es geht schon. So. Da ist was, ne? Ja. Oh, ist genau aufgegangen. Okay. So, wie viel brauchen wir noch? 10 Leute. Ja, das ist auch erstmal kein Problem. So, dann bauen wir erstmal hier auf der Seite die Kaffeeplantagen an den Inselrand, soweit es geht. So, um hier keinen Millimeter Platz zu verschenken. Und auf der anderen Seite können wir dann ja schöne Quadrate bauen. So. Dann kommt hier die nächste Plantage hin. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich merke gerade, dass 12 gar nicht mal so wenig ist. So. So. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das wäre dann quasi die Hälfte mit dem. Ja, wie man sieht, wird ja die Insel auch jetzt immer tiefer hier nach hinten. Was die Dichte der Plantagen deutlich erhöht. Dankeschön. Aber diese Blüten, also ich bin kein Freund von Blüten, ich sag's dir. Also Geldfälschung finde ich nicht cool.
Also ich versuche das Umara unterzujubeln, ne? Dann ist okay, aber grundsätzlich wäre es mir lieber, wenn du mich mit echtem Geld bezahlst und nicht mit Falschgeld. Das wäre schon relativ nice. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ist das so? Ja, ist natürlich schön. Die Waffenruhe wurde beendet. So. Jetzt sind wir hier am Ölfeld angekommen. Ja. Okay, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und hier ist halt dann eben das Ölfeld. Da sollten wir vielleicht... Wir sollten hier möglicherweise die Dinge auch anders setzen. Sollten wir vielleicht erstmal die Finger von lassen, weil da werden wir dann später höchstwahrscheinlich Öl holen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann kommt hier Nummer 10 hin. Huch, ne. Hier Nummer 10. Und... Ja, da ist jetzt die Frage, wie wir das machen. Ich denke mal, so ist ganz in Ordnung. So passt sogar genau das Ding hier rein. Das ist witzig. So. Na. 10, 11, 12. Weil diese Insel wird dann einfach alles mit Kaffee versorgen. Ah, ist genau aufgegangen. Nice. So, 13 wird das jetzt. So. Und 14. Also wir bauen hier ein bisschen viel Kaffee, das ist mir schon klar. Mehr als unsere ganze Welt verbraucht, aber wir werden ja noch expandieren, ne? Also es ist sicher keine schlechte Idee. So, habe ich jetzt richtig gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und vielleicht sollte man zwischendrin auch mal ein Lagerhaus bauen. Fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Nein. Dein Ernst. Nummer ein. Nein. Okay, Moment. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, jetzt ist ja alles hier von diesem Lager aus abgedeckt. So. Jetzt bauen wir die Felder einfach um das Lagerhaus rum. Ha. Ich meine, ist ja alles möglich. 14, 15. Ja, ich baue die Reihe einfach voll. Ne? Ich baue die Reihe einfach voll. Ich weiß nicht, ob das genug Kaffee für immer ist, aber genug Kaffee für fast immer, denke ich mal. So, und jetzt das letzte, bevor jetzt noch ein Ölfeld kommt und dann... Das ist gut. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das heißt, wir haben 5. Mehr als wir eigentlich brauchen. Boah, das passt noch perfekt hier rein. Ein Traum. Ich denke, so kann man das machen. Dann bauen wir erstmal die Dinger hier. Und dann fangen wir hier hinten an. Ich weiß nicht, für wie viel unsere Ressourcen gerade reichen. Offenbar für alle. Jo. Und dementsprechend produzieren wir dann hier auf dieser Insel von den Kaffeebohnen 17. Genau. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Nein, wir brauchen noch ein Feld, fällt mir gerade ein, weil es muss ja immer schön noch zweiteilbar sein. Schiff unter Beschuss. Was? Macht dich schon wieder nur Stress? Kisten unter Deck. Ah, das ist das Ding. Na gut, das Schiff ist entkommen. Aber... Also der Waffenstillstand, der war wirklich fast schon eine Farce, aber naja. Ich hab's halt einfach mitgenommen. Okay, dass das hier teilweise nicht ausreicht, war eigentlich abzusehen. Die Frage ist, bekommen wir hier irgendwie... Wie war denn das nochmal mit den Ölvorkommen? Brauchen die eine Verbindung zueinander? Oder... Ah nee, die können einfach so in der Gegend rumstehen. Das heißt, wir können die theoretisch auch einfach einbauen mit Kaffee. Das ist gut. Wir brauchen keine direkte Verbindung. Keine Felder, keine Arbeit. Ja, ja. Okay, jetzt haben wir 18. Und das heißt, wir brauchen 9. Na, wisst ihr schon. Was brauchen wir hier? Stahl. Mhm. Brauchen wir kurz eine Stahllieferung. Wir haben hier noch ein Schiff unter Beschuss. Sag mal. Wow. Ey. Mach die doch kaputt. Hallo? Schießt das Ding auch kaputt? Ich glaub's nicht. Also schön, dass ihr hier patrouilliert, aber ihr müsst den Feind schon auch alle machen und nicht einfach weiterfahren. Was ist denn los mit euch? Klaus hackt. Mehr Druck im Kessel. So. Dann, können wir das hier irgendwie auch für Items benutzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich muss hier vorfahren. So, dann beladen wir das Ding mal ein bisschen mit Stahl und vielleicht auch ein paar Kanonen und schicken es in die neue Welt. So, also was gebe ich dir mit? Ich gebe dir mit auf jeden Fall Stahlträger 150, dann ein paar Kanonen. Arbeitskraft. Und... Wobei, die Fenster, die werden hier gar nicht hergestellt, ne? Mit solchen Kapriolen habe ich damals angefangen. Riesiger Geldbeutel. Keiner will das machen. Und dann fahr mal hier hin. Ich glaube nämlich, dass wir hier die Glasproduktion, also die Fensterproduktion haben, ne? Genau. Ja, Fenster brauchen wir auch. Jetzt kommt sie schon mit den kleinen Scheißern hier an. Das ist wirklich... Das ist natürlich schnell, das Schiff, ne? Das ist klar. Frachtschiff steht bereit. Aber es kann ja jetzt nicht angehen, dass dieses Popelschiff hier wirklich großartig Schaden verursacht, oder? Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Komm schon, Schiff. Wir haben ein paar Lecks. Ach. Schaffst du es noch, die Map zu verlassen, bevor die Alte da... Komm schon. Ja. Zum Glück. Sie warten auf deinen Eröffnungszug. Oh, man. Habe ich ein kleines Kriegsschiff irgendwo hier? Dass ich ihn mal als Begrüßung vorbeischicken kann? Ja. Zeit wird's. So. Ist das hier? Ja.
Gut. Und du fährst jetzt in die neue Welt, und zwar nach Cashaway. Ich glaube Cashaway. Schiff unter Beschuss. Sag mal. Es mangelt an Arbeitskraft. Also dieses Schiff hier, das stresst mich einfach nur. Ei. Ich meine, das ist halt echt schnell. Das kann nicht viel, aber es ist halt schnell. Ah, da ist mein Schiffi. Komm, hol es dir. Hol es dir. Ah, es hat hier ganz kurz einen Fehler gemacht. Ja. Ja, mit jedem Schuss wird es auch langsamer. Segel sind durchlöchert. Also diese Präzision, dass er nicht die anderen Schiffe erwischt, ist schon nice. Schiff unter Beschuss. So. Hatte der irgendwas dabei? Nee. Neue Ziele. Gut, damit wäre das Problem auch geklärt. Dann können wir dich wieder zurückschicken. Boah, ist das nervig. So. Ich hoffe, das andere wird repariert, wenn es angekommen ist. Was ist mit dem hier? Hattest du nicht irgendwie eine Handelsroute oder sowas? Was ist das für eins? Libertas 2. Libertas 2. Liebe Libertas 2, hattest du nicht eine Handelsroute? Für Bananen. Nee, das ist eine andere. Hä? Ach nee, das war das Schiff, mit dem ich hergekommen bin. Ach, ich hatte ja sogar noch ein Schiff übrig. Ups. Das habe ich vergessen. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja. Gut. Lager sind voll. Okay, das ging schnell. Wir müssen jetzt... Ich gehe wieder in den Blueprint-Mode. Hier entsprechende Industrie hinsetzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Bitte was? Lektorien. Also erstmal das hier. Geht gar wenn sie nicht. Darauf bestehen kann, ja, na, das passt schon. Weltausstellung verzögert sich. Das Volk lässt in Ah ja, komm. Willst es weit bringen? Was? Jetzt haben wir bei ihr schon 11 Pluspunkte. Obwohl wir Zeug hier versenken von ihr, ne? Friedensvertrag. Handelsrechte aufkündigen. Nee, will ich nicht. Will ich auch nicht. Handelsrechte, unmöglich. Handelsrechte, unmöglich. Interessant. Naja. Warte, können wir bei Billy nicht wieder nicht angesprochen? Sie trauen mir nicht. Nun, es ist genau umgekehrt. Ja. Können wir hier nicht Angriffspakt, genau. Er bringt uns ja ein paar Bonuspunkte, denke ich. Und bei der Prinzessin ein Nicht-Angriffspakt. Ich sitze wieder bequem. Ja, dann sind wir bei 84, das ist gut. So, dann habe ich gesagt, wir brauchen 9 Kaffee-Dinger, die jeweils 150 Arbeiter brauchen. Okay. Wir brauchen eine Handelskammer. Also wir brauchen definitiv eine Handelskammer. Sind Sie wirklich bereit zum Totentanz? Nee, nimm das Sie Geld. Sie sind zu großzügig. Er ist ein Pirat, der darf mich erpressen, das ist schon okay. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wir brauchen hier einen möglichst guten Abdeckungsradius. Und dann müssen wir schauen, dass wir die Kaffeeröstereien möglichst alle in diesem Radius unterbringen. Boah.
bezweifle mal, dass wir da 9 Stück unterbekommen, ne? Schiff unter Beschuss. Nein, das ist schief. Naja. Immerhin schon 8. Okay, das Problem hat sich offenbar ein bisschen erledigt. Die Nichtsnutze habe ich schon. Weil die hier zu lahm ist. Aber du dringst hier in ein gefährliches Gebiet ein, meine Liebe. Ich hoffe, dir ist klar, dass du hier in 0, nix abgeschossen wirst. So. Ah ja, okay, wir haben noch genug Luft sogar. Alles im Bereich. Und das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. Sind alle versorgt? Nee, ne? Wir bauen hier einfach noch so ein Kästchen drumherum. Theoretisch passen ja noch 2 hin. So. Und da müssten wir jetzt irgendein Item reinmachen, das uns Unterhaltskosten minus Arbeitskräfte erforderlich. Na, Hutmacher, okay. Da müssen wir jetzt irgendeinen guten Kaffeerösterei-Item rein. Oh, wir sind schon bei 41 Minuten. Okay, ich schaue noch ganz kurz, was für ein Item. Schiff unter Beschuss. Ich muss das natürlich kontrollieren. Ne? Schiff unter Beschuss. Wo sind denn die Patrouillen? Nerv einfach nicht, Omaron. Nerv einfach nicht. Ich muss mich hier konzentrieren. So. Rumbrennerei, Kühlerei. Schokoladenfabrik. Honcho. Beeinflusst Kaffeeröster plus 40% Produktivität. Schiff unter Beschuss. Und Zusatzwaren. Nee, das ist nicht das, was ich für eine Kaffeerösterei erwartet habe. Du hast noch lange nicht gewonnen. Kann ich mich mal kurz um meine Wäsche kümmern? Forderung: 2 Stunden Waffenstillstand. Du willst 70.000 dafür. Ich glaub, und wir haben uns so gut verstanden. Nö, also ganz Schiff ehrlich. Unter Beschuss. Ganz ehrlich. Schiff unter Beschuss. Muss ich denen jetzt extra noch sagen, dass sie angreifen sollen oder was? Was machen die denn da? Ich will halt die Patrouille. Na ja, komm. Flotte bereit zum Feuer. Das hilft nichts. Das Schiff muss weg. Das Schiff muss weg. Das Schiff muss weg. Schiff unter Beschuss. Sag mal, schießt der auch irgendwann zurück? Holt euch mal dieses Item, ne? Vielleicht habt ihr ja was Brauchbares gehabt. Achtung, Admiral anwesend. Ah, das ist jetzt automatisch wieder auf Patrouille gegangen, okay. Es mangelt an Arbeitskraft. Schmuck dabei. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Fahr mal dahin. Okay, interessant, dass das eine Schiff jetzt automatisch wieder auf Patrouille gegangen wäre. Stillgestanden, der Admiral. Eine Patrouille zuweisen. Und zwar, ich möchte eine neue Patrouillenroute haben. Flotte hier. Da. Und dann da. Also mehr hier so am Kartenrand. Weil sie da immer angeschissen kommt. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, war es das aber jetzt für diese Folge. Meine Güte.
ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.